Hallo ihr Lieben, schönen Karfreitag. Hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Wenn du, ich glaube, da waren einige neue Leute, wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, komm mal auf liebeschipp.de vorbei. Dann ein einfaches Kurssystem. Geht los beim Modul 0, kann man sich so durcharbeiten durch die üblichen Sachen, die wir alle so haben, Umprogrammierung des Liebeschips, Selbstliebe, Bindungsangst, Verlustangst, Liebeskummer, genau, gibt es so einen definierten Weg. Macht die Kurse, sage ich nochmal wieder. Mir sagen immer wieder Leute, Mann, da war nochmal so viel Neues drin für mich. Und ja, also guck nicht nur die Videos, weil es ist, da spart man, glaube ich, am falschen Ende. Ja. Dann gibt es ja die Osteraktion, alles neue 10 ist der Code, schreibe ich nochmal unten drunter. 10 Euro Rabatt ist je nach Kurs unter Umständen eine ganze Menge. Könnt ihr auch mehrfach nutzen und eure Kursbibliothek vervollständigen. Und es, sage ich mal zum ersten Mal, es wird einen neuen Kurs geben ab 20. April. Und dieser Kurs wird heißen die Wohlfühl-Challenge, beziehungsweise sich wohlfühlen, trotz allem, was gerade so abgeht. Und da geht es wirklich nur darum, jeden Tag eine neue Übung, sich wohlzufühlen, in einen coolen Vibe zu kommen, Schwingung zu erhöhen. Hat jetzt erstmal so gar nichts mit Dating oder so zu tun. Ich dachte so, das ist echt eine gute Zeit dafür, einfach eigene Schwingung erhöhen, das ist ja ein Thema, was ich immer wieder sage, um bessere Sachen anzuziehen, auch im Leben. Ist immer gut, wenn man selber gut drauf ist. Und ja, ist ja gerade schwer, gut drauf zu sein. Ich gucke schon überhaupt keine Nachrichten mehr, ich weiß auch gar nichts mehr. Aber genau, einen Monat lang gibt es ganz neue Aufgaben. Das heißt also, ja, doch. Also ich glaube nicht, kann ich jetzt nicht versprechen, dass man nicht eine Aufgabe vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt, aber es sind schon komplett neue Aufgaben. Und ja, freue mich, wenn ihr dabei seid. So, das gibt's, den Kurs gibt es sowieso zum Frühbucherpreis, aber da die auch da gilt natürlich nochmal extra dieser Ostercode, den wir ja haben. So, heute ist das große Thema Polarität. Mein Buch ist übrigens ab Dienstag, kriegen es die ersten zig Leute, sage ich auch nochmal extra was zu. Wir machen auch ein kleines Gewinnspiel auf Instagram für die ersten, die das posten. Da wollen wir auch diese Wohlfühl-Challenge, eine Wohlfühl-Challenge oder zwei, weiß ich jetzt nicht, verlosen. Aber das könnt ihr auf Instagram euch dann angucken. Ja. Und falls ihr sie dann schon gekauft hättet, kriegt ihr es dann erstattet. Also ist auch kein Problem. Braucht euch keinen Stress machen. So, dann genau, Thema Polarität. Das ist ja dieses Konzept von einer weiblichen Energie, männliche Energie, Chemie. Und ich hab, da kommen ja die allermeisten Fragen zu gerade. Und ich versuche mal wieder ein paar zu beantworten, weil das immer wieder falsch verstanden wird. Ist auch wirklich sehr schwierig, darüber zu reden, ohne so in dieses Fahrwasser der mangelnden politischen Correctness zu kommen. Aber eigentlich ist Political Correctness ist auch nicht so mein Lieblingsgebiet, muss ich sagen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. So, fangen wir mal mit der ersten Mail an. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, also ich beantworte immer wieder auch kostenlos das eine oder andere, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. So, hallo Christian, ich hätte gerne deine Einschätzung zu folgendem Thema. Mein Mann und ich sind 50 plus, wir sind seit 25 Jahren ein Paar. Unsere erwachsenen Kinder sind schon länger ausgezogen. Wir lieben uns sehr, haben ein insgesamt ein nice, geiles Leben und die gleichen Werte sind also sehr gut kompatibel. Sehr schön. Und das Sexleben war über all die Jahre immer super, mal aufregend, edgy, mal zärtlich liebevoll, mal oft, mal selten, aber insgesamt erfüllend. Ja, habt ihr bis jetzt ja eine Bomben-Ehe gehabt, würde ich mal sagen. Da kann man nicht meckern. Seit ein paar Jahren verändert sich etwas. Und zwar ich baue meine Co-Abhängigkeit ab, habe deine Online-Kurse, kann ich jetzt gar nicht richtig aussprechen hier, andere Sachen gemacht, innere Kindarbeit, Therapien und komme immer mehr in meine wahre Essenz.
ja, das Leben ist ja nicht vorbei mit 50 plus, ne? So ist richtig. Erst dachte ich, unsere Partnerschaft verändert sich, aber ich stellte fest, dass prima ich mich verändere und die kleinen Unstimmigkeiten, die schon immer da gewesen sind, nicht mehr ausblenden kann. Ja, das ist immer das Problem, wenn man so Richtung mehr Selbstliebe geht, dass man nicht, viele denken, ja, man würde dann unempfindlicher werden. Tatsächlich wird man viel, 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 viel empfindlicher. Und mit Recht, man kann das einfach nicht mehr, bestimmte Sachen einfach nicht mehr negieren. Das soll jetzt aber keine Schuldzuweisung an deinen Partner sein. Ich würde es jetzt mal so ein bisschen softer ausdrücken, dass du deine, ja, deine Frequenz veränderst und er seine leider nicht. Und dann, wenn sich einer krass weiterentwickelt, das ist so ein Klassiker, so der Paartherapie. Einer macht Coaching-Ausbildung, Therapie, ich weiß nicht was. Und plötzlich rumpelt es in der Ehe, ja. So, so, jetzt kommen wir langsam aufs Thema. Zum Beispiel, dass ich eher in der maskulinen Polarität und der Familienpartnerschaftsmanager war. Ja, also das ist, was ich immer sage. Also, dass viele Frauen sind in der maskulinen Polarität und wollen es aber eigentlich gar nicht, ne? Wenn man es will, ist ja alles gut. Und ja, es geht ja auch, wie gesagt, nur im Beziehungsbereich. Man kann durchaus im Job in der maskulinen Polarität sein und dann im Beziehungsbereich in der weiblichen, überhaupt kein Problem. Beziehungsweise ist schon manchmal nicht so einfach, aber es geht. Aber das ist eben nicht Teil der weiblichen Polarität, dass man der Partnerschaftsmanager ist. Das sollte eigentlich der Mann machen, so, ne? Dass ich die gemeinsame Zeit, unsere Dates initiiert habe. Gemeinsame Abende, Ausflüge, Reisen, Sozialkontakte mit Freunden, Partys. Ja, also ich kann nur sagen, das ist, ich mache jetzt nicht mehr so viel Paartherapien, aber ich habe das so oft gehört in den 20 Jahren, so oft, dass die Frauen genau das gesagt haben, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich sage immer wieder, der Mann ist zuständig für die Dates. Das bleibt auch, muss jetzt nicht jedes Mal sein, aber es bleibt auch grundsätzlich in der Ehe bleibt das so. Und the courtship never ends, ne? Wie der Engländer sagt. Also das Werben hört niemals auf. Mein zweites Video, was ich gemacht habe, glaube ich, auf YouTube. So, im Grunde hat mich das schon immer gestört, aber mein Mann ist halt so und ich habe mich ja schließlich in ihn verliebt, so wie er ist. Ich habe es vermisst, mal von ihm überrascht gedatet, umworben zu werden, um mich mal ganz weiblich zu fühlen, mich hingeben zu können und habe das zwischendurch immer wieder angesprochen. Das ist weibliche Polarität, ne? Es wird ja immer wieder gefragt, was sind das genau? Dem man vertrauen, sich hingeben, umworben werden, verehrt werden, überrascht werden, gedatet werden, ja. Und das dann auch also zulassen können und das sozusagen Steuer loslassen können. So, ne? Das heißt jetzt natürlich, ich werde das heute mal ein bisschen weiter ausholen, das heißt natürlich nicht, dass man es nicht darf. Also jeder darf alles, aber wie es immer so ist, man muss halt die Konsequenzen dann ertragen. Und wie gesagt, jede Frau darf bis zum Abwinken in der männlichen Polarität sein oder maskulin ist eigentlich schon auch ein besserer Spruch, weil es geht ja nur, geht ja um Energien, zwei Grundenergien des Universums. Es geht nicht um diese biologischen Geschlechter so. Und ja, wenn man sich daran wohlfühlt, ist ja alles gut. Und da findet man auch einen Partner dazu, ne, der dazu passt. Der ist dann vielleicht eher in einer femininen Polarität, das ist ja auch okay. Ne? Aber das Problem ist halt, dass es wie so vielen Frauen dir nicht gefällt. So, ne? Und du möchtest in die weibliche. Also. So, das hat dazu geführt, dass mein Mann sich angestrengt hat, um so zu sein, wie er meinte, sein zu müssen, um für mich attraktiv zu sein. Ich spürte natürlich, dass es ihm Mühe machte und dass er ihn ein Opfer ist. Und da es offenbar nicht seinem Naturell entspricht, ist er natürlich auch nicht authentisch. Ja, in der maskulinen Polarität, also eigentlich in beiden, aber muss man, es gehört natürlich, ist authentisch sein dazu. Und das ist wirklich so ein ganz blöder Punkt, wenn Männer aufgefordert werden, das zu verändern. Aber ja, es dann machen, weil die Frau es will, das ist dann auf so eine ganz paradoxe Weise, es ist dann wieder nicht in der Polarität so, ne? Also es wäre mehr in seiner Polarität, wenn er sagen würde, okay, das und das mache ich, aber das und das habe ich, weiß ich nicht, ist einfach nicht mein Ding, mache ich nicht, sorry, das wäre auf eine Art männlicher, so, das ist wirklich so eine ganz blöde Falle für Männer hier.
dann, weil genau das machen, was die Frau will, ist dann auch wieder falsch. Ne? Das ist wirklich schwierig für Männer, muss ich echt sagen. So, er macht es im Grunde, um Punkte zu sammeln und genau das turnt mich ab. Das führt dann natürlich nicht zum ersehnten Erfolg, wir sind beide frustriert. Er fühlt sich nicht gut genug, wie er ist und gibt auf. Ich fühle mich noch weniger gedatet und habe immer weniger Lust auf ihn. Ja, klassisches Szenario für Paartherapie. Ich spüre, dass ich den Respekt und die Achtung vor ihm verliere und das macht mir Angst. Ja, da kann man gar nichts, da kann eine Frau gar nichts gegen machen. Das passiert automatisch. Deswegen ist es so wichtig für Männer, dass sie ihre Frau weiter daten, respektvoll behandeln. Ja. Einfach das, ne? Und wenn nicht, und wenn man das nicht macht oder sich rumschubsen lässt oder nicht sein Ding macht, verliert die Frau einen Respekt und dann kann sie ihn auch nicht lieben. Ne? Zu einer Paartherapie ist er nicht bereit. Ja, das ist jetzt der springende Punkt. Ne? Und wenn jemand nicht zu einer Paartherapie bereit ist, ich sage ja gar nicht, ich sage ja immer, man kann sich das ja wenigstens mal angucken, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. So, ne? Weil im Grunde genommen heißt das, ja, ich will unseren Stiefel einfach so weitermachen, ich habe keinen Bock, hier irgendwas zu ändern und lass mich in Ruhe. Und dann kommt die Ehe wirklich in Gefahr. Ne? Er sagt, er vertraue darauf, dass wir es alleine schaffen können. Ja, tut ihr aber nicht. Nur dauert mir das zu lange, denn ich bin nicht mehr der Jüngste und will meine Zeit nicht verschwenden für einen mühsamen, langen Weg, nur um es ohne Therapie zu schaffen. In solchen Fällen sollte man sich immer einen Zeitrahmen setzen, in dem... Das ist letztlich auch wieder so eine Standard- und Dealbreaker-Sache, Modul 1, dass man sich sagt, okay, innerhalb von 6 Monaten muss jetzt das und das passiert sein, sonst mache ich XY. Einfach, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, genau. Ne? Ich meine, klar, ihr habt natürlich eine super lange Ehe, da muss man, sollte man sich wirklich gut überlegen, wenn man das aufgibt, aber also die Zeit, wo wir einfach so in unseren Ehen das so absitzen, die ist definitiv vorbei. Ne? Ich bin nicht mehr der Jüngste, will meine Zeit nicht verschwenden. Ja, wir lieben uns immer noch, aber wir finden uns in einer Pattsituation. Er hat keine Lust, Dates zu kreieren, solange es keinen Sex gibt. Ja, aber so rum geht's nicht. Die Verführungskette, wie ich das immer nenne, bleibt immer gleich. Hangout, have fun, hook up, also rausgehen, Spaß haben, daten und dann kommt Sex und nicht andersrum. Allerdings hat er es früher, als wir noch viel Sex hatten, es auch nicht getan. Ja, aber da jetzt reicht es halt nicht mehr. Ne? Ich habe keine Lust mehr auf Sex, solange ich keinen emotionalen Kontakt mit ihm habe und nur Alltag erlebe, wenn ich meinen Aktionismus und meine Initiative weglasse, um endlich feminin zu sein. Denn ich werde durch Kontakt, Intimität, geistigen Austausch, gemeinsamen Spaß, gemeinsames Abenteuer, gemeinsames Lachen stimuliert. Ja, das ist, glaube ich, bei den meisten Frauen so. Wenn ich in meiner weiblichen Polarität bin. Sex ist für mich nicht mehr ein Einzelaspekt, den ich anknipsen kann, sondern ganzheitlich mit allen Sinnen. Früher konnte ich das leichter trennen, inzwischen nicht mehr. Außerdem würde ich, wenn ich versuchen würde, so weiterzumachen, nicht mehr auf meine Kosten kommen. Denn hätten wir zwar Sex, aber nicht so, wie ich es mir wünsche, wäre ich immer noch nicht in meiner femininen Polarität, würde alles so bleiben, wie es ist. Mein Mann hätte dann alles, was er braucht. Er kann 24/7 arbeiten und bekommt Sex, ohne sich viel Mühe machen zu müssen. Nee, das ist, die Frau will, dass man sich um sie bemüht und das sollte der Mann auch tun. So, ne? Ja, das ist Job des Mannes. Ne? Ich habe immer mehr das Gefühl, seine Mami zu werden. Ja, das ist natürlich total abtörend. Denn Mütter geben und Söhne nehmen und das macht mir noch viel weniger Lust auf ihn. Ja, in der weiblichen Polarität ist eben auch dieses Nehmen, ne? Liebe nehmen, ne? Geben natürlich auch, geben und nehmen. Ich kann so nicht weitermachen, er will keine Therapie und wenn er sich für mich verbiegt, will ich das natürlich auch nicht. Er soll sich einerseits nicht ändern, andererseits muss ich was ändern, was würdest du uns raten? Ja, also natürlich wünsche ich euch angesichts der langen Ehe, dass ihr es auf die Kette kriegt, aber naja, ich bin da nicht so der Riesenromantiker, was sowas angeht. Ich würde da tatsächlich sagen, sorry, das stimmt für mich einfach nicht mehr. Und wenn du nicht bereit bist, dass wir in so einen gemeinsamen Prozess gehen und der gemeinsame Prozess scheinbar ohne Hilfe von außen nicht funktioniert, ja, dann muss ich einen eigenen Weg gehen. Das muss ja auch nicht immer Trennung heißen, so. Das könnte ja auch heißen, dass du sagst, ja, ich liebe dich weiter, die Ehe läuft weiter, aber
ja, lass mich woanders daten. Also natürlich komplett offen, sonst wäre es ja wieder so ein toxisches Dreieck. Aber also wenn du sagst ganz offen, du, dann müssen wir halt ja eine offene Beziehung leben. Und dann darf er das natürlich auch. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber es hilft ja nichts. Also wenn dein innerer Prozess dahin geht, zu sagen, das reicht so für mich nicht, dann ist es so, ne? Und da würde ich mir auch einen Zeitrahmen setzen. Und weil dein Mann ist da bequem, er kennt dich so, dass er sich nicht groß anstrengen muss für dich. Er gibt seine Energie woanders rein, es reicht dir nicht mehr. Du hast die Kinder großgezogen, jetzt bist du auch mal dran. Da würde ich die Füße im Boden rammen, ganz lieb, und würde sagen, nee. Also hü oder hot. Entweder wir arbeiten da jetzt dran oder ich finde eine andere Lösung und die sieht dann so und so aus. Das musst du natürlich dann sagen. Und ja, da würde ich, also da wäre ich, glaube ich, knallhart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, dann habe ich noch eine zweite Mail zur Polarität. Gut, hallo Christian, seit einiger Zeit versuche ich mit deinen Ratschlägen an meiner weiblichen Polarität zu arbeiten. Ich möchte weiblicher und weicher werden. Da meine Eltern mich eher wie einen Jungen aufgezogen haben, haben es meine Kindheit recht robust verlaufen und ich konnte Weiblichkeit noch nicht gut erlernen. So, ich bin über eine Dokumentation gestolpert, über aus Russland, in der Dokumentation werden russische Frauen auf der Partnersuche begleitet, in der Schule der Verführung Tipps für ihre Weiblichkeit bekommen. Weiblichkeit ist für mich ein Synonym für weibliche Polarität, also dachte ich, könnte etwas darüber lernen. Ja, ob du das jetzt in einer Doku aus Russland lernen kannst, das weiß ich nicht, aber okay. Weiblichkeit wird in der Schule der Verführung und Verhaltensweisen erlernt, um einen Mann an sich zu binden. Ja, also das ist ja schon mir fremd. Ich weiß nicht, warum will man immer jemanden an sich binden? Also soll doch freiwillig da sein. Es werden Rollenbilder und Denkweisen sichtbar, die offenbar kulturell geprägt sind. Ja, wir sind ja auch in Deutschland. Weibliche und männliche Verhaltensweisen werden in typischen Situationen gezeigt. Aber es wird ebenfalls deutlich, dass Frauen auf eine ganz perfide Weise in eine Rolle reingedrängt werden, die einem Bild einer Frau eben nicht entsprechen. Ja, das ist nicht, was ich lehre. Ich lehre, dass ihr machen sollt, womit ihr euch wohlfühlt, ihr Frauen. Nichts anderes. Und wenn ihr euch, also weibliche Polarität ist nicht sich, weiß ich nicht, irgendwie keine Gleichberechtigung haben oder sich unterwerfen müssen, überhaupt nicht. Das ist ja im letzten Mal deutlich geworden, das ist sozusagen dem Mann vertrauen, auf Augenhöhe sein. Beide sind in ihrer Kraft, in ihrer Power und die Frau erlaubt sozusagen, sich hinzugeben, weil sie dem Mann vertraut und lässt ihm dann in dieser Situation sozusagen lässt sie ihn machen irgendwie so, das oder lässt sich daten oder lässt sich verehren, das ist nicht gemeint damit hier, ne? Aber wie gesagt, nochmal, ich kriege immer wieder Mails dazu, wenn ihr gerne in einer anderen Weise eure Weiblichkeit leben wollt und vielleicht mehr also macht das, was sich wohlfühlt für euch. Wie gesagt, viele Frauen fühlen sich eben nicht wohl, wollen gerne die Weiblichen, sind es aber nicht und werden dann sauer mit ihrem Mann so, ne? Deswegen mache ich diese Arbeit, aber jeder soll das machen, womit er sich wohlfühlt, ne? So. Aber offenbar benötigen diese emanzipierten, starken Frauen mehr Weiblichkeit, um einen Mann zu bekommen. Ja, ich kenne den Markt nicht, weiß ich nicht. Aber natürlich sollen Frauen emanzipiert sein und stark sein. Also ich habe nie was anderes gesagt. Ne? Also emanzipiert von, ja, ich bin komplett mit dem Mann auf Augenhöhe in jeder Hinsicht. So, ne? Und dass man emanzipiert keinen Mann bekommt, ja, dazu kenne ich Russland nicht genug, also kenne ich eigentlich gar nicht, weiß ich nicht. Aber das Bild von einer begehrten Frau wird schwach, sich anpassend, ohne eigene Probleme, weinerlich, kindlich dargestellt. Finde ich jetzt nicht so spannend. Weiblichkeit bedeutet hier körperliche Verführung und dem Mann dienen. Nee. Also ich dachte immer, der Mann verführt die Frau so eigentlich, zumindest im Dating-Prozess. Also in der Ehe können natürlich beide sich verführen, ist ja klar. Diese Frauen sind bei den Männern erfolgreich und geben sich in meinen Augen auf. Ja,
Wenn du, Christian, über männliche Polarität sprichst, sagst du auch, dass Männer in ihrer Polarität die Frauen verehren. Das würden die russischen Männer auch von sich behaupten. Ja, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie das in Russland ist. Ich denke, da sollten wir uns auch nicht mit rumschlagen jetzt. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Also nicht nur glaube ich, das ist nicht, wie ich sehe. So, also ist so, jeder soll in der Freiheit sein, in der absoluten Freiheit, das zu machen, was er wirklich gerne machen möchte. So. Und es sollen beide Partner sollen sich wohlfühlen in ihrer bevorzugten Polarität. Und ohne, und man kann natürlich auch sagen, warum muss denn eine Ehe Polarität haben? Muss es nicht, aber dann fehlt die Chemie. Ne? So. Aber ich muss mal gucken, vielleicht muss ich es auch nochmal ein Buch zu schreiben, aber naja. Ist eine Frau nur weiblich, wenn sie den Mann verführt? Nein, auch wenn sie verführt wird, vor allen Dingen ist sie weiblich. Aber wie auch immer, also auch die Frau, die verführt, ist weiblich. Also das ist, also weiblich finde ich sowieso einen schwierigen Begriff. Also ich denke, feminine, maskuline Polarität trifft es eher, weil das sind so Grundenergien im Universum. Also wenn ihr zu sehr dass ihr so biologisch denkt, dann wird es wirklich schwierig so, ne? Also ich würde zum Beispiel auch sagen, dass unsere Welt definitiv gerade mehr feminine Energie braucht, ne? Also ich glaube, das Zeitalter der übermaskulinen Energie, was wir jetzt lange hatten, das geht langsam zu Ende und ja, die Welt braucht definitiv mehr feminine Energie. Und das wird auch passieren, da bin ich mir ganz sicher. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt ein Matriarchat kriegen, sondern dass es jetzt, glaube ich, hoffe ich zumindest, aber ich glaube, dass eigentlich auch in Ausgleich kommt, ne? Dass beide wirklich auf Augenhöhe sind und beide das machen, mit dem sie sich komplett wohlfühlen und damit aufeinandertreffen. Darum geht es. Ne? Ja. Mehr kann ich da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, aber lasst euch, weiß ich nicht, findet euer eigenes Bild, wie ihr sein möchtet als Mann, Frau, und lasst euch vielleicht nicht so viel durch Dokumentation, die auch in so einer alten Energie noch sind, leiten, das würde ich mal sagen. So, ja, Sonntag wieder auf Twitch, Montag machen wir so ein Live-Special, Ostermontag 10 Uhr auf YouTube und wir werden uns bald wiedersehen.